was für den Mittag. Ich muss das spitzen. Bei uns ist jetzt Mahlstunde angesagt. Wir sind schon länger wach, genießen unseren Sonntag. Wir haben schon gefrühstückt. Und wir sind jetzt gerade mit Malen beschäftigt. Hier läuft gerade. Endlich mal eine Pause, oder? Was für eine Pause? Ich kann ich auch mal was malen mit Pause. Ach so, schaut mal, die Lara sitzt da drüben und malt schön. Und ich spitze gerade alle ihre Stifte, die wir so in unserer Malbox hatten. Die Luisa malt den Löwen ganz schön an. So schön machst du das, Luisa. Bis vorhin haben die Kleinen nämlich noch Playmobil gespielt. Und jetzt will sie wieder malen, aber bei Luisa wechselt das so alle 20 Sekunden, gell? Ich tue das auch. Das auch spitzen? Okay. Das machst du mal spitzen. Bitte schön. Bitte schön. Ich spitze mal die Stifte weiter. Weil die Stifte hier haben alle. Ich kann nicht mehr gut hin. Weil alle Stifte. Das da auch? Das ist schon spitzen. Weil die Stifte nicht haben, wieder mal die Spitzen. Ja. Wir machen auch wieder mal die Spitze. Ups, der ist gebrochen. Gebrochen? Mhm. Und? Manchmal passiert das so. Ja, das ist ich. Ja, der Papa ist im Büro und schneidet das Video für heute. Mama, ich bin wieder bei einem Stift und Mama, ja? Als wir in der Lernclub-Raum waren, da haben wir was gemacht und ein Stift von meinem Lernclub. Wieder benannt. 3 Tage später. Mein Minecraft-Haus hört, ja, ganz gut gemacht. Aber ein Dach kann ich noch nicht in Minecraft. Man kann aber die Tiefen nicht zeigen. Oder? Wie ihr seht, die Kinder haben einen Lava-Flash, alle beide, und erzählen mir ständig was. Ja. Mal kann ich ja, sehr schön. Mal kann ich ja, wow, was ist das? Ein Ohr. Und dein Ohr? Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall werden wir unseren Sonntag ganz entspannt angehen und ja, Zeit mit den Kindern verbringen. Schaut mal, wer da ist. Kurze Pause vom Videoschnitt, oder wie? Ja, ich will gerade meine Haare kämmen. Schon wieder? Das ist eine Bürste. Eine Bürste, Entschuldigung. Ja, heute ist ein richtig Chili-Tag, Chiller-Tag. Und wie geht's mit dem Video voran? Ich habe gerade angefangen. Und ist viel? 1 Stunde und 50 Minuten. Wow, also wir filmen immer so im Schnitt so circa 2 Stunden Videomaterial vom gesamten Tag. Und dann muss der Papa das runterschneiden, auf manchmal. 15 bis 22. Ja, 15 bis 25. Es kommt darauf an, wie viele Sachen wir inhaltsreich machen. Ja, wie inhaltsreich der Vlog ist. Aber manchmal ist es wirklich hardcore, weil manchmal haben wir so lange Szenen drinnen, gell? Das macht richtig müde. Das macht müde, ja. Aber es ist immer so, lieber mehr als weniger. Da kann man ein bisschen selektieren. Und da einige gefragt haben, wie lange es dauert, so ein Video zu schneiden, das ist immer variabel. Es kann Tage dauern, wenn zum Beispiel so ein Kochvideo ist, ein aufwendiges mit Voice-Over, gell? Ja, ein bisschen. Dann wieder ein Snickers. Ein Snickers? Oder halt ein paar Stunden. Nein, nicht Snickers. Aber welche willst du? Du bist ein Twix. Ein Twix. Twix. Gut, Lara, ich muss die Kamera wieder hinstellen und ich bin noch immer hier mit den Stiften, aber das macht so Spaß. Ich sag's euch, wenn ihr mal gestresst seid. Bist du gestresst? Nein, aber ich sag noch einmal. Du machst das präventiv, oder? Ja, genau. Wenn, das ist so zum Beruhigen einfach. Magst du auch mitmachen? Lara! Bist du gestresst? Mädels spielen jetzt Katze. Schau dir das an. Wie süß seid ihr bitte? Habt ihr euch eine Schnur geholt? Ja. Wie heißt ihr? Mitzi und Fritzi? Mitzi heiße ich. Wir machen auch Mitzi heißen. Magst du andere Mama? Michi. Weil der Bauch beim Sitzen doch
schon ja, im Wege sozusagen. Und das ist dann unangenehm und tut dann weh. Und jetzt werde ich mich da so hier anlehnen und den Mädels beim Spielen zuschauen. Im Fernsehen läuft aktuell nur Blödsinn. Ich warte immer. Am Sonntag schaue ich nämlich immer total gerne auf Kabel 1. Mein Lokal, dein Lokal. Da wird nämlich die gesamte Woche gezeigt. Das ist das Beste. Und es ist einfach so inspirationmäßig bezüglich, was wir kochen können. Deswegen liebe ich das einfach am Sonntag zu schauen. Spielupdate von den Kindern. Die Luisa macht ihr Lieblingspuzzle. Und zwar das Peppa Woods Puzzle. Das hat sie zum Geburtstag bekommen, oder? Ja, und ich habe mir mittlerweile meinen Laptop hier zur Hand genommen. Bitte? Hier mein Laptop und ich arbeite zurzeit am nächsten Produkt. Nicht? Achso. Und zwar möchte ich nämlich noch einen neuen Planer, also nicht noch einen Planer, sondern so eine To-Do-Liste rausbringen und vielleicht einen Familienkalender. Und an dem arbeite ich gerade. Lara, du sollst nicht immer reden, wenn ich gerade rede. Warte kurz. Ein Hund. Ja, warte kurz. Ja, ich plane hier schon das nächste Produkt oder arbeite beziehungsweise schon dran. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich noch eine kleine To-Do-Liste rausbringe. Man vielleicht denken, die spinnt doch jetzt kurz vor der Geburt nochmal was zu designen. Aber ja, das möchte ich schon länger machen und ich habe mir gedacht, ich nutze das jetzt gleich, wo auch der Planer im Online-Shop ist und so weiter, dass ich da noch ein neues Produkt rausbringe. Vor allem, weil mein Girlboss-Wochenplaner auch schon bald ausverkauft ist. Somit habe ich dann keine Notizblöcke mehr. Deswegen gibt es bald neue Ware. Mittlerweile sind wir schon in der Küche. Die Kinder werden Geschirrspiel ausräumen. Was machst du? Schaust du der Lara zu? Schau mal, wie brav die Lara ist. Ich will dir nur zuschauen. Ich mach nichts. Die Lara ist die bravste. Ja, und die Lara kriegt von mir dann ein Geschenk. Ein Geschenk? Ich will auch ein Geschenk. Meine kleine Zuckermaus. Du bist auch brav. Nee. Für die Lara. Oh, Lara, schau, was du von Baba gekriegt. Schau mal, Lara, was du von mir kriegst. Was? Die Lara hat keine Ahnung, was 10 Euro ist. Ja, weißt du, was du mit dem kaufen kannst? Du kannst das Playmobil kaufen. Nee, Mama, was hast du gesagt, wie gesagt, dass du verloren hast? Geld. Dieses Minigeld, was ich gerade in den Boden schmeiße. Also das Minigeld. Ah, sie meint dieses 1-Cent-Stück. Aber Lara, ja. Ich hab bei mir das Minigeld. Du hast mir gegeben. Hier ist es. Ah, hab ich auf eure Besten. Oh, Lara, das ist ganz viel mehr wert. Damit kannst du dir was richtig Tolles kaufen. Ich bitte, ich hab's gekauft. Gehst du dann am Montag mit Papa und kaufst du dir was? Michelle macht ganz große Augen. Weißt du die? Also Michelle hat auch von mir schon mal bekommen. Oder? Ja, auch. Damit könnt ihr mir 4 Bubble-Tees kaufen. 4 Bubble-Tees. So, wir kochen jetzt wieder zusammen. Der Papa kümmert sich um die Beilage. Es gibt Bratkartoffeln dazu. Wir werden die also jetzt ohne Schale kochen und dann so in Scheibchen schneiden, oder? Ja, fürs Kochen, oder? Ja. Und ich mache jetzt die Hühnerbrüstchen. Ready. Hier sind die Mäuse. Die Luisa ist am iPad, die Lara spielt ein bisschen Nintendo Switch. Und ich muss eine Zitrone. Die Schale ist essbar, oder? Ja. Ich habe sie gewaschen und die muss ich jetzt in so kleine Streifen schneiden.
Brot schneiden, oder? Ja. Schauen wir mal. Lisa, du nimmst diese. Lara, du nimmst diese. Ich mache mal. Bitte so Kartoffeln halten und dann schneiden. Ja. Wir müssen nach Püree. Alleine? Ich nach Püree. Hey, Vorsicht. Ein bisschen langsamer, Luisa. Super, Laura. Du bist dabei. So. Und. Sehr gut. Kartoffeln, die brate ich also ein bisschen in Öl an, also nicht so viel, sondern so ein bisschen anbraten und nicht frittieren. Und so schauen die dann, wenn die fertig sind, aus. Also das ist so eine Art Bratkartoffel. Ich mache jetzt noch ein bisschen Salz und so ein bisschen Paprikapulver drüber. Curry, Chili, Pizza. Also vergessen. Paprika ist ja da. Jetzt hätte ich fast vergessen, euch das Essen zu zeigen. Ich habe mich schon runtergeschnitten. So schaut das aus. Das ist jetzt vielleicht jetzt nicht so schön angerichtet, oder? Mein Gott! Aber es schmeckt auf jeden Fall super lecker, dieses Zitronenhühnchen. Und mit diesen Bratkartoffeln, Fake-Bratkartoffeln. Aber das würde ich gucken. Das schmeckt lecker. Freut mich. Du kannst das hintermachen. So, wir essen jetzt wieder. Hast du auch Fleisch? Bitte. Kinder schauen nebenbei jetzt ein bisschen iPad zusammen. Du tust nur Pommes essen? Aha, okay. Wir haben jetzt noch schnell die Mädels gebadet. Hier ist die kleine Lara und die kleine Luisa und wir haben sie gebadet. Und Luisa hat hier ein kleines Auge. Mein Pflaster morgen holen. Luisa gibt über jedes blödsinnige kleine Bubu ein Pflaster. Und hier habe ich eigentlich noch ein Blick. Auf jeden Fall gehen wir jetzt. Ja, natürlich, auf jeden Fall, Luisa. Auf jeden Fall. Das ist kein Fleck. Die Lara hat ein blauen Fleck. Luisa ist schon müde, wir sind ein bisschen an Verhalten mehr. Ja, natürlich. Und wir werden jetzt mit den Mädels, also wir werden sie jetzt zusammen ins Bett bringen. Wir machen es immer so, dass ich mich zu Luisa lege, der Papa zu Lara. Dann kuscheln wir ein bisschen mit denen, schauen Donald Duck und dann auch dürfen sie noch Tony Box hören. Und dann sind wir, Nani, schlafi, oder? Schlafi. Und morgen ist Kindergarten. Okay, ihr seht schon. Also gut, meine Lieben. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen.